Liebe Android Next Leser, willkommen in Berlin. Ihr habt gerade das rote Rathaus gesehen und hier seht ihr das Huawei MediaPad. Das ist ein ziemlich besonderes kleines Tabletchen, wie ich finde. 7 Zoll, wirklich mobil dadurch und es hat eine Hammerauflösung, nämlich in dem Formfaktor einzigartig 1280 x 800 Pixel, was dazu führt, dass die Pixeldichte sehr, sehr hoch ist, das Bild also super scharf aussieht. Ihr seht das jetzt hier, ich habe jetzt hier unter Honeycomb die hohe Auflösung aktiviert. Ja, ich finde, das iPhone 4 stinkt dagegen ein wenig ab. Sehr schönes Gerät, hat auch von der Verarbeitung ganz toll hier hinten mit diesen Kunststoffoberflächen seitlich, die man eben, wenn man damit rumlaufen und tippen würde, so halten würde. Fühlt sich also sehr, sehr gut an. Ansonsten ist das Alu. Und es läuft darauf, das zeige ich euch auch noch kurz, Honeycomb 3.2 aktuell. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist der Einstellungsbutton hier. Da sehen wir hier Android 3.2, also die aktuellste Honeycomb-Iteration ist meines Wissens auch nicht üblich, dass sie auf so, also überhaupt das Honeycomb auf 7 Zoll Tablets läuft, da gibt es ja ganz wenige davon und das eben schon mit 3.2. Anschlussseitig sind hier an Bord natürlich ein Micro-USB, ein Micro-HDMI-Ausgang. Wir haben hier unter dieser Abdeckung dann auch noch einen SIM-Karten-Slot. Das Gerät wird in Deutschland auch nur als 3G-Version auf den Markt kommen. Reine WLAN-Version wird es nicht geben, damit das halt richtig mobil ist. Also man wird es dann überall benutzen können, mit entsprechendem Datentarif natürlich. Und per Micro-SD-Karte erweiterbar auch auf 32 Gig, wenn ich jetzt nicht irre. Oder mit 32 Gig Karten. Wir können jetzt mal ganz kurz, hier liegt ein zweites, damit ihr das jetzt nochmal seht. Also über den Micro-HDMI-Ausgang und den Adapter kann man das Ganze per HDMI dann eben an so einen Fernseher anschließen. Der ist jetzt nur HD-ready. Wenn ihr aber einen Full-HD-Fernseher habt, der eben 1080p-Material wiedergeben könnt, könnt ihr über das Huawei MediaPad auch 1080p-Sachen ausgeben an diesen Fernseher. Das heißt, im Prinzip kauft ihr nicht nur ein Tablet, sondern ihr kauft gleich einen Media-Player, der, das wurde uns hier gerade auch gezeigt, dank der Honeycomb-eigenen Sprachsuche und Sprachkommandos eben sich vom Bett auch per Sprachbefehl bedienen lässt. Also das hat schon alles was. Funktioniert auch soweit sehr, sehr schön. Das Huawei MediaPad sieht nicht nur gut aus, sondern es ist auch noch verhältnismäßig günstig. Es soll noch im November in Deutschland auf den Markt kommen. Wie gesagt, nur als 3G-Version. Das heißt, das 3G-Modul ist mit drinne und soll dann, wie ich finde, relativ ansprechende UVP sind 399. Wir gehen mal von 350 Euro aus. Wird man das vermutlich bekommen und das ist für ein 3G-Gerät, finde ich, kein schlechter Preis. Zumal, wie gesagt, 1080p-Wiedergabe ist möglich, läuft ruckelfrei und das Display ist echt eine Schönheit. Und das Gerät von der Verarbeitung auch sonst. Wir haben uns schon mal für ein Testgerät angemeldet. Das heißt, sobald wir dann eins kriegen, kommt ein ausführlicher Test. Das erstmal eine kurze Vorschau auf Huawei MediaPad hier aus Berlin. Ich weise nochmal auf das rote Rathaus hin. Bis dann.